Mach es dir bitte gemütlich. Arme und Beine nicht verschränkt, damit dein Blut frei zirkulieren kann. Hör dir diese Aufnahme am besten mit Kopfhörern an, damit du meine Stimme in deinem Kopf hören kannst. Ein guter Weg, diese Aufnahme zu hören, ist, als wärst du nach der Arbeit nach Hause gekommen und hättest das Radio angeschaltet. Während du in den Nebenraum gehst, kannst du immer noch die Stimme hören, selbst wenn du ihr keine bewusste Aufmerksamkeit schenkst. Einfach die gewohnten Umgebungsgeräusche um dich herum. Nichts kann dich stören oder ablenken, während du lernst loszulassen und in Trance zu gehen. Meine Stimme wird dich in eine tiefe Entspannung an der Grenze zum Schlaf führen. Jetzt, wo du es sicher und bequem hast, atme bitte tief ein, halte kurz die Luft an und mit der Ausatmung schließe deine Augen. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deine Augenlider und entspanne die Muskeln um deine Augen herum so sehr, dass sich deine Augen einfach nicht mehr öffnen lassen, weil sie zu entspannt sind. Natürlich könntest du jederzeit die Entspannung wieder aus den Augenmuskeln wegnehmen und die Augen wieder öffnen. Aber jetzt geht es darum, dass du sie so sehr entspannst, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen. Es geht ganz leicht und dauert nur einen Moment. Wenn du dir sicher bist, dass sie zu entspannt sind, um sie noch zu öffnen, dann überzeuge dich davon und teste es. Sehr gut. Nun hör auf zu testen und lass diese Qualität der Entspannung, die du jetzt in deinen Augen verspürst, vom Kopf bis in die Füße fließen, wie eine angenehme Welle aus Entspannung. Geräusche werden dich nicht ablenken. Also was immer du auch hörst, hilf dir nur dabei, dich mehr und mehr und immer tiefer zu entspannen. Gleich werde ich dich bitten, deine Augen zu öffnen. Wenn du sie wieder schließt, dann ist das dein Zeichen, dass sich deine Entspannung im gesamten Körper vervielfacht. Lass es einfach geschehen. Es geht ganz automatisch, dein Verstand macht das für dich. Öffne die Augen und schließe die Augen. Lass dich viel tiefer sinken. Je tiefer du gehst, desto besser fühlst du dich und je besser du dich fühlst, desto tiefer und tiefer entspannst du dich. Wir machen das gleich noch einmal. Schau, ob du dich diesmal sogar noch viel mehr entspannen kannst. Öffne die Augen, schließe die Augen und lass dich noch viel tiefer sinken, noch viel entspannter. Sehr gut. Wir machen das noch ein drittes Mal. Diesmal lass vollkommen los und entspann dich so sehr, wie es dir jetzt überhaupt möglich ist. Öffne die Augen, schließe die Augen und lass vollkommen los. Entspann dich so sehr, wie es dir überhaupt möglich ist in diesem Moment. Wunderbar. Wenn du meine bisherigen Instruktionen befolgt hast, dann ist dein ganzer Körper jetzt vollkommen entspannt, locker, schlaff, wohlig und bewegungslos. Als wärst du eine Stoffpuppe, deren Glieder mit Gummibändern befestigt sind. Falls du noch irgendwo in deinem Körper auch nur das kleinste bisschen Anspannung spüren kannst, dann lass diesen Bereich jetzt vollkommen los und erlaube dir, noch mehr von dieser wohligen Entspannung zu fühlen. So tief wirst du dich entspannen, dass du das tatsächlich körperlich fühlen kannst. Und du spürst, wie du dich ausruhst, tiefer und tiefer. Und du genießt all die wunderbaren Gefühle vollkommener Entspannung. Deine Entspannung wird so gründlich, so sehr, dass, wenn du versuchen solltest, dich ihr bewusst oder unbewusst zu widersetzen, sich dein Körper automatisch umso tiefer entspannen wird. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du deinen Geist ebenfalls entspannen kannst. Die mentale Entspannung ist noch viel einfacher zu erreichen als die körperliche und sie fühlt sich sogar noch viel besser an. Wir machen das folgendermaßen. Gleich beginne ich mit der Zahl 100 rückwärts zu zählen. Nach jeder Zahl lass deinen Kopf viel ruhiger, stiller und klarer werden. Nach einigen wenigen Zahlen, allerspätestens bei 96 oder sogar schon viel früher, wenn du möchtest,
wirst du mental so entspannt sein, dass danach keine weiteren Zahlen mehr folgen. Wenn du sie suchen würdest, würdest du sie nicht finden. Es ist dir aber auch wie egal und gleichgültig, ob da noch welche sind, weil du so entspannt bist und es sich so gut anfühlt, wenn dein Kopf so still und ruhig und klar ist. Nach dieser Sitzung sind sie automatisch wieder da, aber jetzt nimm wahr, wie gut es sich anfühlt, wenn sie verschwunden sind. Also fangen wir an. 100. Viel tiefer entspannt. Lass sie gehen. Du brauchst sie jetzt nicht. 99. Noch viel entspannter. Sie werden immer unwichtiger. Lass sie gehen. 98. Lass deinen Kopf noch viel ruhiger, stiller und klarer werden. Sie lösen sich auf und verschwinden. 97. Noch viel entspannter. Verbannen sie aus deinem Kopf. Lass sie gehen, schieb sie hinaus. 96. Ich kann es nicht für dich tun. Aber wenn du möchtest, dann ist es ganz einfach. Dann sind sie jetzt weg, 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 weg. Falls sie aus irgendeinem Grund noch nicht vollständig verschwunden sein sollten, mach dir deswegen keine Gedanken. Sie werden verschwinden, während ich weiter zu dir spreche. Du merkst, dass du nicht schläfst. Dein Bewusstsein ist nicht irgendwo anders hingegangen. Es ist immer noch da und bekommt alles mit. Aber gleichzeitig spreche ich eben auch zu diesem anderen Teil von dir. Dem Teil von dir, der dich zu dem machen kann, was du sein möchtest. Dem Teil, der dir alles geben kann, was du dir in deinem Leben wünschst. Es ist dein Unterbewusstsein. Es ist unendlich mächtig. Aber leider hat es eine negative Eigenschaft. Und zwar, dass es etwas träge ist. Es macht nicht gern die Arbeit, die nötig ist, damit die positiven Veränderungen in deinem Leben eintreten können, die du dir wünschst. Deshalb von diesem Moment an, solange du damit einverstanden bist und die Suggestionen, die ich dir gebe, aufrichtig möchtest, richten wir dein Unterbewusstsein darauf aus, die Suggestionen sofort umzusetzen, damit sie im tiefsten Teil deiner Gedanken, deines Körpers und deiner Seele versiegelt und nie mehr entfernt werden können. Selbstverständlich, wenn ich dir jemals eine Suggestion geben sollte, mit der du dich auch nur im geringsten unwohl fühlst, dann weist du diese Suggestion sofort zurück und sie wird keine Wirkung auf dich haben. Dein Unterbewusstsein akzeptiert jetzt die Suggestionen, die du möchtest und keine anderen. Und wenn du mit ihnen übereinstimmst, dann wird es sofort auf diese positiven Suggestionen reagieren und sie dauerhaft installieren, sodass sie nie wieder entfernt werden können. Dein Bewusstsein dagegen verhält sich wie der Zuschauer bei einem Fußballspiel. Es schaut zu, hat die Übersicht und beschützt dich. Aber es wird nicht mitmachen, in keiner Weise zu einem Teilnehmer werden. Wenn es abschweifen möchte, dann lass es abschweifen. Wenn es von anderen Dingen tagträumen möchte, dann lass es das tun. Die erste Suggestion, die ich diesem innersten Teil von dir, deinem Unterbewusstsein, gebe, ist ganz einfach, dass das Unterbewusstsein realisiert, je tiefer du gehst, desto schneller tritt die Veränderung ein, die du dir wünschst. Dein Unterbewusstsein nimmt jetzt die Suggestionen an und hat die Kontrolle über diese Suggestionen, dass du mit jeder Ausatmung viel tiefer gehst. Und der Klang meiner Stimme führt dich viel tiefer in diesen schönen, friedvollen, angenehmen Zustand hinein. Dein Gehör ist sehr gut geworden, sehr sensibel, viel besser als normalerweise. Und während du dich weiterhin sogar noch tiefer entspannst, ist dein Gehör so sensitiv geworden und so eingestimmt auf den Klang meiner Stimme, dass meine Worte sich mit deinen Gedanken verbinden. Du bist jetzt so eingestimmt auf meine Stimme,
dass meine Worte zu deinen Gedanken werden. Meine Worte sind deine Gedanken. Du denkst, was ich sage. Meine Worte sind deine Gedanken und deine Vorstellungskraft. Entdeckt alle Mittel und Wege, um meine positiven Suggestionen als deine neue Realität zu erschaffen. Von nun an, jetzt wo dein Unterbewusstsein so konzentriert auf meine Stimme lauscht, während dein Bewusstsein genießt, was immer es jetzt gerade erlebt, wirst du alle Instruktionen, die ich dir gebe, leicht umsetzen können. Du wirst erwarten, dass es funktioniert, ohne zu hinterfragen oder zu zweifeln, voller Vertrauen. Es wird ganz natürlich und leicht für dich sein, ohne zu zögern. Als wäre es das Natürlichste auf der Welt, weil es sich für dich so richtig anfühlen wird, ohne zu zweifeln oder zu bewerten, sodass du von der Hypnose profitieren kannst, so wie du es dir am meisten wünschst. Aus diesem Grund werden die Dinge, die wir jetzt in deinem Unterbewusstsein verankern, mehr und mehr Einfluss ausüben auf die Art und Weise, wie du denkst, auf die Art und Weise, wie du fühlst, auf die Art und Weise, wie du dich verhältst. Und weil diese Dinge fest eingebettet bleiben in deinem Unterbewusstsein, nachdem diese Aufnahme beendet ist, werden sie weiterhin den gleichen großartigen Einfluss haben auf deine Gedanken, deine Gefühle und dein Handeln. Genauso stark, genauso sicher, genauso kraftvoll. Wenn du zu Hause bist oder auf der Arbeit, wie wenn du meine Stimme hörst. Du bist jetzt so tief entspannt, dass alles, was ich dir sage, dass es passieren wird, zu deinem eigenen Besten, passieren wird. Genau so, wie ich es dir sage. Und jedes Gefühl, von dem ich dir sage, dass du es erleben wirst, wirst du erleben. Genau so, wie ich es sage. Und diese Dinge werden dir weiterhin passieren. Jeden Tag. Genauso stark, genauso sicher, genauso kraftvoll. Wenn du zu Hause bist oder auf der Arbeit, wie jetzt, da du meine Stimme hörst. Stell dir jetzt bitte vor, dass wir zusammen in einem gemütlichen Café sitzen. Alles ist genau so, wie es sein soll, und du fühlst dich in jeder Hinsicht wohl. Vielleicht kannst du im Hintergrund die anderen Gäste reden hören oder das Geklimper von Besteck auf Porzellan. Vielleicht kannst du das Surren der Kaffeemaschine hören oder den frisch gebrühten Kaffee riechen. Während wir uns gemütlich unterhalten, beginnt dein Bewusstsein zu träumen und abzuschweifen. Aber der andere Teil von dir, der es liebt, tief entspannt zu sein, lauscht konzentriert auf den Klang meiner Stimme. Plötzlich stutzt du, denn ich habe das Wort Tür gesagt. Mitten im Café erscheint plötzlich eine Tür. Sie steht frei im Raum. Ich weiß, dass du damit nicht gerechnet hast und sage, lass uns Spaß haben und nachschauen, was auf der anderen Seite ist. Wir stehen auf, du greifst die Klinke und öffnest die Tür. Wir finden uns am Strand wieder. Die Sonne scheint und eine angenehme Brise weht. Die Luft duftet angenehm salzig und alles ist genau so, wie es sein soll. Wir schlendern gemütlich den Strand an der Wasserlinie entlang und jeder Schritt ist ein Schritt in eine wunderbare, angenehme Zukunft. Jede Welle, die an Land spült, bringt Ruhe, Sicherheit und Entspannung. Und jede Welle, die sich zurückzieht, zieht etwas Stress und Anspannung aus dir heraus, sodass sie sich im Meer auflösen können. Nach einer Weile kommen wir an eine weitere Tür. Du greifst die Klinke, öffnest die Tür und gehst hindurch. Wir finden uns auf einem grünen Hügel wieder. Das Gras ist grün und saftig, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, und alles ist genau so, wie es sein soll. Unten am Fuße des Hügels fließt träge ein kleiner Fluss. Wir laufen gemütlich hinunter zum Flussufer und setzen uns dort auf eine Bank. Das Wasser plätschert entspannend und alles ist genau so, wie es sein soll.
du fühlst dich wohl. Mach dich bitte mit deiner Umgebung vertraut. Vielleicht kannst du die Umgebung klar und deutlich sehen. Den Fluss, den Himmel, den Hügel. Vielleicht kannst du das Plätschern des Wassers hören oder etwas riechen. Vielleicht kannst du die Bank, auf der du sitzt, fühlen oder den Boden unter deinen Füßen. Fühl dich wohl. Jetzt geh bitte mit deiner Aufmerksamkeit zurück an den Strand und nimm dort die Umgebung wahr. Vielleicht kannst du den Strand und das Meer deutlich sehen. Vielleicht kannst du den Sand unter deinen Füßen fühlen oder die salzige Luft schmecken, das Rauschen der Wellen hören. Fühl dich wohl. Geh jetzt bitte mit deiner Aufmerksamkeit zurück ins Café und nimm alle Eindrücke auf. Vielleicht kannst du deine Sitzgelegenheit unter dir fühlen, das entspannte Gemurmel der anderen Gäste hören oder etwas sehen, was dein Interesse weckt. Fühl dich wohl. Jetzt möchte ich, dass du gleichzeitig im Café, am Strand und am Flussufer bist und das auf dich wirken lässt. Nimm alles wahr. Du bist im Café, doch zugleich auch am Strand. Und während du zugleich am Strand und im Café bist, bist du auch gleichzeitig am Flussufer. Während du also zugleich am Flussufer, am Strand und im Café bist, beginne ich von 1 hinunter bis 5 zu zählen. Und wenn ich das nächste Mal 5 sage, wird sich deine Entspannung verdoppelt haben. Lass es einfach geschehen. 1. Deine Entspannung beginnt sich zu verdoppeln. 2. Deine Entspannung verdoppelt sich mehr und mehr. 3. So angenehm, so entspannt. 4. Deine Entspannung hat sich jetzt fast verdoppelt. 5. Deine Entspannung hat sich jetzt verdoppelt, von Kopf bis Fuß. Ich sage wieder das Wort Tür und eine weitere Tür erscheint. Du stehst auf, öffnest die Tür und wir gehen hindurch. Wir finden uns in einem langen, schönen Gang wieder. Nach rechts führt er in deine Zukunft, aber wir wenden uns nach links und gehen in deine Vergangenheit. Der Gang ist von Türen gesäumt und auf jeder Tür steht eine Zahl, die mit einem deiner Lebensjahre korrespondiert. Wir schlendern entspannt den Gang hinunter, an den Türen vorbei, bis wir nach einer Weile an die Tür mit deinem Geburtsdatum gelangen. Wir gehen auch an dieser Tür vorbei und gehen tief in deine Vergangenheit hinein. Bis wir nach einer Weile an eine sehr interessante Tür gelangen. Eine Tür, die direkt in eine andere Dimension führt. In eine Dimension aus reiner, bedingungsloser, alles akzeptierender Liebe. Eine Ebene, in der du die wahre Liebe erleben kannst. Reine, heilende, bedingungslose Liebe. Wo du nichts tun oder sein musst, um die Liebe zu fühlen. Greif die Klinke und spür die unglaubliche Kraft und Macht der bedingungslosen Liebe, die hinter der Tür auf dich wartet. Du öffnest die Tür und trittst ein in die Dimension der reinen, bedingungslosen, alles akzeptierenden Liebe. 1. Du tauchst vollkommen ein in die bedingungslose Liebe. 2. Dein ganzer Körper und dein ganzer Geist werden angefüllt mit bedingungsloser, alles akzeptierender Liebe. 3. Und du beginnst zu verstehen, dass du so wie du bist, genau richtig bist, mit all deinen Schwächen und Fehlern. 4. Spür die ungeheure Kraft der bedingungslosen, alles akzeptierenden Liebe. 5. Du wirst vollkommen angefüllt mit dieser wunderbaren, heilenden Liebe. 6. Jede Zelle, jedes Atom,
Jeder kleinste Teil von dir schwingt und wird angefüllt mit reiner, bedingungsloser Liebe. 7. Kraftvoll, heilsam und unwiderstehlich. 8. Die Grenzen verschwimmen und du fragst dich, ob du in die Liebe eingetaucht bist oder die Liebe in dich. 9. Alles wird eins. Bedingungslose, alles akzeptierende Liebe. Überall. 10. Du selbst bist die Liebe. Spür sie überall. Du liebst und akzeptierst dich bedingungslos. Und vielleicht zum ersten Mal beginnst du zu verstehen, wie wunderbar und einzigartig du bist, während die Liebe dich nährt und deine emotionalen Wunden zu heilen beginnt. Negative Überzeugungen und Glaubenssätze, nach denen du nicht liebenswert bist, lösen sich auf und werden ersetzt mit bedingungsloser, alles akzeptierender Liebe zu dir selbst. Du bist wunderbar und liebenswert, mit allen Schwächen, die du hast. Du liebst und akzeptierst dich selbst bedingungslos. Und darum respektierst du dich selbst auch. Wer sich liebt, der respektiert sich selbst auch. Und genau das tust du jetzt. Du liebst dich selbst bedingungslos. Ich werde dir jetzt etwas Zeit geben. In den nächsten Momenten hast du alle Zeit der Welt, die du benötigst, um dich aufzuladen mit dieser wundervollen, bedingungslosen Liebe, die dich heilt, führt und dir den Weg zeigt. Und vielleicht bekommst du in dieser Zeit sogar Informationen oder Erkenntnisse über dich selbst, das Leben oder das Universum, die dir helfen und dich weiterbringen. Und nun, wenn du dich vollkommen mit Liebe aufgeladen hast, ist es an der Zeit, wieder zurückzukehren. Aber du nimmst all die Liebe mit in deinen Alltag, wo sie dich leiten, heilen, führen und beschützen wird. Geh also wieder zurück zur Tür, öffne sie und tritt zurück in den Gang. Fühl, wie die Tür sich hinter dir schließt, aber du bist vollkommen angefüllt mit bedingungsloser, alles akzeptierender Liebe zu dir selbst. Und du weißt, dass du jederzeit zurückkehren kannst in die Ebene aus reiner, bedingungsloser, alles akzeptierender Liebe. Wir machen uns wieder auf den Weg und gehen den Gang weiter hinunter, tief in deine Vergangenheit hinein. Bis wir nach einer Weile an eine alte, interessante Tür gelangen, hinter der ein ganzes Leben wartet, ein Leben voller Liebe, ein Leben, in dem du von klein auf gelernt hast, bedingungslos zu lieben, dich selbst und andere. Also öffne die Tür und tritt ein in dieses Leben im Zeichen der Liebe. In diesem Leben hast du wunderbare Eltern, die dich bedingungslos lieben und so akzeptieren, wie du bist. Sie unterstützen und fördern dich
und lieben dich, weil du du bist. Und so lernst du von Anfang an, dich selbst bedingungslos zu lieben und zu akzeptieren. Perfekt, mit allen Schwächen und Fehlern. Und du entwickelst eine starke Widerstandskraft und Unabhängigkeit, die auf einem Fundament aus bedingungsloser Selbstliebe begründet sind. Es gibt schwere Zeiten und unschöne Erfahrungen in diesem Leben, privat wie beruflich. Aber deine Selbstliebe hilft dir dabei, alle Herausforderungen zu meistern, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und du entwickelst eine liebevolle Grundeinstellung. Du suchst in allem und jedem nach dem Guten und findest das Körnchen Gold, die positive Ressource oder Lektion, die sich selbst im Negativen finden lässt. Und du entwickelst dich zur besten Version deiner selbst, die du werden kannst, voller bedingungsloser Liebe und Akzeptanz. Und am Ende dieses Lebens stehst du wieder vor der Tür. Du gehst hindurch, aber du nimmst alle Lektionen und Ressourcen mit, die du in diesem Leben bekommen hast. All die bedingungslose Liebe und Akzeptanz deiner selbst nimmst du mit. Nimm wahr, wie die Tür sich hinter dir schließt. Und dann machen wir uns auf den Rückweg, den Gang wieder entlang. Nach einer Weile gelangen wir wieder an die Tür, die in die Dimension der bedingungslosen Liebe hineinführt. Und du erinnerst dich daran, wie es ist, ganz von bedingungsloser Liebe erfüllt zu sein. Wir gehen den Gang weiter zurück, bis wir nach einer Weile an die Tür mit deinem Geburtsdatum gelangen. Und da wird dir klar, dass du ja nur deine Hand gegen die Tür legen brauchst und schon fließen alle Erkenntnisse, Lektionen und Ressourcen und die ganze bedingungslose Liebe hinüber in dein jetziges Leben. Also leg die Hand auf die Tür und spür, wie die Energie fließt, wie alles, was du gelernt hast, in dem Leben voller bedingungsloser Liebe hinüberfließt. Und dann gehen wir weiter den Gang entlang und du legst deine Hand auf jede Tür, an der wir vorbeigehen, damit du optimal vorbereitet bist, wenn du wieder zurückkehrst in dein jetziges Leben. Bis wir nach einer Weile zur Tür kommen, die dich aus der Hypnose herausführt ins Hier und Jetzt. Und du denkst daran zurück, wie es ist, von bedingungsloser Liebe erfüllt zu sein und ein ganzes Leben zu durchleben, das im Zeichen bedingungsloser Selbstliebe und Selbstakzeptanz steht. Und wenn du weißt und fühlst, dass du so wie du bist, genau richtig bist, mit allen Schwächen und Fehlern und jederzeit zurückkommen kannst, um dich mit Liebe aufzuladen, dann öffnest du die Tür und gehst hindurch. Du möchtest diese Aufnahme hören, bis du alles vollkommen verinnerlicht hast. Jedes Mal gehst du tiefer und jedes Mal gelangst du leichter und schneller in die optimale Entspannung, durch die du all diese Dinge verinnerlichen kannst. Du fühlst dich erfrischt und beschwingt, gereinigt und geheilt und in jeder Hinsicht liebenswert. Gleich zähle ich von 3 bis 1. Bei 1 und nicht vorher öffnest du die Augen, kommst ganz zurück ins Hier und Jetzt und dann spür, wie gut du dich fühlst. 3. Alle positiven Suggestionen, die ich dir gegeben habe, werden jetzt zu deiner permanenten Programmierung, zu deinen eigenen Gedanken, zu deinen eigenen Ideen, aus deinen eigenen Gründen, so wie sie am besten für dich funktionieren. 2. Beginn dich zu regeln, Blut strömt durch deinen Körper und versorgt dich mit Sauerstoff, deine Augen hinter ihren Lidern beginnen sich zu klären, als hättest du sie in einem kühlen Bergsee erfrischt. Hoch, 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 hoch und 1. Augen auf, hellwach, klar, orientiert und spür, wie gut du dich fühlst.